Ja, hallo ihr Lieben. So, nachdem wir letztes Mal, oder ich letztes Mal hier, mein Leben für euch riskiert habe, sind wir jetzt gerade dabei, hier nach Tyke, ich habe keine Ahnung, wie das Ding ausgesprochen wird, ist auch egal, zu fliegen. Also da fliegen wir ja schon länger hin, aber wir kommen dem Ganzen näher. Und das möchte ich jetzt ungern hier verpassen. Deshalb sausen wir da jetzt mal hin. Wir müssen Wasser holen. Auf jeden Fall. Ich glaube, allzu viel Wasser haben wir nicht mehr. Ja, da ist nicht mehr so viel. Ist nämlich leer. Dann könnte ich hier so ein Ding besorgen da, so. Aber. Hui. Das ist echt so eine Sache hier mit dem Jump. Das macht Spaß, aber. Ja. Gut, also, wie gesagt, ich möchte das ungern irgendwie verpassen hier. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier nochmal meine Sachen einstecke. Achso, das war der Scanner. So. Es war schon ein bisschen her. Also, ich hier. Zwischen liegen jetzt einige Tage, wo ich nicht aufgenommen habe. Deshalb muss ich mich mit der Steuerung jetzt erstmal eben wieder vertraut machen. So, aber wir kommen dem Ding näher. Wir fliegen drauf zu. Momentan habe ich eher das Gefühl, dass wir drüber hinausschießen. Wey. Fliegen so ein bisschen dran vorbei. Ich würde jetzt mal hier ein wenig nach unten. Nein, ich will nicht nach unten, ich will nach oben. So. Ich denke immer, dass ich damit den Thruster einstelle. Also wohin er mich bewegen soll, aber nee, damit stelle ich ein, wohin ich will. Das finde ich immer sehr merkwürdig. Aber jetzt geht es mehr nach oben als nach. Jetzt kann ich hier. Da haben wir auch noch einen. Der schiebt mich nach hier rüber. Und das ist doof. Der kann mich besser nach oben bewegen. Und ich muss mehr hier rüber. Deshalb schmeiße ich mal diesen hier an. Und dann fliegen wir mal. Obwohl. Halt, Feuer aus. Machen wir hier wieder aus. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir steuern weiterhin auf die Seite. Und dann docken wir da vorne nämlich an. Hier, an der Ecke. Das Teil hier. Chip, schmeißen wir weg. So. Und dann docken wir nämlich hier an dem Ding an. Fehlende Wandtechnologie. Ah, ja, genau. Ich kann das nicht löschen, weil ich die Technologie nicht habe. Ey, Lego mio. Nee. Ja, weil sonst hätte ich das ja jetzt im Inventar und könnte es woanders hinpacken, aber ich kann es ja eigentlich gar nicht hinpacken, weil ich die Technologie nicht habe. Spiellogik. Mir das Ding hier aber hinsetzen, ne? Okay. Ah, also wir kommen dem Ganzen näher. Jetzt würde ich hier mal. Ich möchte nach oben. Jetzt bewegen wir uns mehr nach oben. Den richten wir jetzt wieder geradeaus aus. Den nehmen wir mal mit. Wing, wing. Weiß gar nicht, ob es irgendwie möglich ist, dass wir so einen Pilotenstand, so einen richtigen Pilotenstand kriegen. Das wäre ja irgendwie ganz geil. Zack, so. Jetzt bringen wir uns schön nach vorne.
Schalten wir mal aus. Und jetzt einfach nach vorne. So ein schöner Wüstenplanet. Ich weiß gar nicht, was hatte der da? Oh. Das sieht ja geil aus. Wunderbar. Was hatten wir hier? Eisen hatten wir hier recht viel und Kohle. Und auf diesem hier hatten wir ganz bisschen Eisen nur. Auch einiges an Kohle, aber hier war halt Eisen. Eisen war hier halt der Grund, warum ich hier unbedingt hin wollte. Weil wir hier einiges an Eisen haben. Wow. Ding hat ja mal nix. Ey, wir müssen uns gleich nochmal irgendwo Inseln suchen, wo Eisen drauf ist. Ey, wir haben ja fast nix. 6000, ey, das ist ja Witz. Ich will hier groß bauen. Da brauche ich Mengen. Mengen. Oh mein Gott, Hilfe. So, jetzt wird's aber langsam spannend hier. Komm nämlich langsam so nah dran, dass ich hier jetzt Sorge habe, dass wir uns hier alles zerlegen, wenn wir das Ding rammen. Deshalb versuche ich jetzt mein Schiff hier so ein bisschen, also mein Planetenschiff. Was will ich denn? Rechts, links? Nein, voll die falsche Richtung. Dahin. Ach, Menschen, Skinners. Dass ich das jedes Mal verwechsel hier. Oh, noch ein bisschen so. Ach man, wie war denn das? X? Ja, mit X. So. Guck mal, so. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis wir hier die passende Position haben. Na, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da ist noch eine Lücke. Lücken können geschlossen werden. Oh, kennt ihr das noch aus der Schule? Oh. Hier vorne ist noch ein Platz frei. So, wir wollen nach oben. Ja, sehr schön. Jetzt wollen wir näher ran. Oh mein Gott, ey, das wird so knapp, glaube ich. Ey, ohne Witz, ich habe null Ahnung, was ich hier tue. Also wirklich. Das erste Mal, dass ich dieses Spiel hier überhaupt spiele. Mein erstes Safe-Game. Ich habe keine Ahnung, ob das hier überhaupt richtig ist, was ich tue. Vor allem, ich bin hier so ein kleines Minischiff und fliege mit einem ganzen Planeten zu einem Planeten. Alter. Okay, jetzt wird es mir langsam ein bisschen heikel hier. Aus. Wir sind auf einem neuen Planeten. Ist das geil. Ich feiere das. Absolut. Was wir alles haben. Hey, wie cool. Großer Fels. Gold, Kupfer. Aber wir sind eigentlich wegen des Eisens hier. Und hier ist jetzt auch nicht mehr so viel Platz, ne? Was mich aber wirklich interessieren würde, ist, was passiert, wenn ich den ramme? Komm, das probieren wir jetzt mal aus. Wir aktivieren das Triebwerk. Und gucken, was passiert, wenn wir den rammen. Nichts, wir fliegen einfach nur sehr nah ran und
Die beiden glitschen ineinander. Mehr passiert nicht. Okay, das ist ein bisschen lame. Schade. Ich habe mir jetzt mehr versprochen. Ich wollte sie wie voll hier schön Crash und Bum, Bef, Pung, Peng und so, aber ja, okay, dann nicht. So, Andockstation. Und da brauchen wir wieder irgendwie so Platten. Und das war ja nämlich irgendwie so eine Sache, weil die konnten wir nämlich nur hier herstellen. So. War das das? Ja, das war das. So. Also hier große Andock-Schleus-Vorrichtung Gedöns. Und kriegen wir da nicht ran. Also bauen wir Boden. Jetzt haben wir Bodenfliesen. Jetzt erweitern wir hier einmal unseren Bereich ein wenig. So. Und dann können wir hier eine Schleuse dran bauen. So. Und dieses Werkzeug hier brauche ich und dann muss ich mir jetzt hier einmal einen Ort machen. Ja, wobei muss ich mir hier so einen Ort machen? Ist eigentlich auch dumm, wenn ich hier jetzt so. Machen wir mal so und dann gehen wir hier mal auf ein halbwegs normales Niveau. Genau. Haben wir uns jetzt einfach mal stumpf hier durch. Schon fast wie in Minecraft. Oder auch bei Station jetzt, ja. Bei Station jetzt macht man es ja auch so. Man greift sich dann da einfach durch. Ist irgendwie lustig. Okay, dann können wir jetzt. Wir können ja hier F3, Nummer 8. So. War das nicht irgendwie, dass ich kopieren kann? Nee, kann ich nicht. Okay, dann machen wir es so. Jetzt setzen wir das Teil dahin. Andocken. Flomp. Nice. So, jetzt müssen wir hier nur eben gucken, dass wir hier ein bisschen Platz haben. Und jetzt sind wir ein Multiplanet. Ah, und ich bin in der Mitte, also bin ich die Sonne. Wir sind ein Sternensystem inzwischen geworden. Wenn ich einen Rahmen drumherum baue, dann haben wir eine Dyson-Sphäre. Dum-da-dum. Wir bauen ab. Glück auf. Ich weiß gar nicht mehr, was wir mit der Erde machen können. Das war auf jeden Fall irgendwas. Wir konnten was mit der Erde machen, die war nicht sinnlos. Also Erde war hier nicht blödsinnig, aber ich weiß nicht mehr was. Um abbauen. Also da muss ich sagen, die Hitboxen hier von den Dingen ist echt scheiße. Also das ist nicht sonderlich cool gelöst, irgendwie. Man denkt, man trifft da, aber dann trifft man ganz woanders. Etwa wie mit dem Bohrer bei Station ist, wo man auch immer irgendwo gebohrt hat und nicht da, wo man wollte. Jetzt haben wir hier gleich einen schönen Durchgang. Guck mal, wie oft ich jetzt schon in den Boden geschlagen habe, obwohl ich eigentlich nicht so wirklich nach unten ziele. Also es zumindest versuche,
Gut, es geht nicht nach unten zu zielen. Naja, gut, was soll's. Wisst ihr was? Da kommt eine Eisenbahn drauf. So nämlich. Da habe ich nicht genug Teile für. Ach, geh mal hier auf den Zeiger. So. Okay, also wir müssen uns jetzt um Stromski kümmern. Stromski ist nämlich hier. Und wir brauchen dafür wahrscheinlich irgendwie Kupfer, weiß ich nicht. Was hatten wir letztes Mal? Ach genau, hier die Käbelchens. Da fehlten uns letztes Mal nämlich irgendwie Sachen. Nee, bei Strom waren wir nicht bei, wir waren bei Fließbändern bei, genau. Wir wollten nämlich die Kohle von hier, die wollten wir transportieren nach drüben, ne? Ja. Genau, die wollten wir nämlich nach drüben transportieren. Aber wir brauchen natürlich auch Strom. Also müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier ein Kraftwerk hinbauen. Dafür brauchen wir Eisenbarren, die ich jetzt gerade nicht habe. Warum geht das nicht? Achso. Steuerung gedrückt halten, nicht Tab. So, hier. Und dann machen wir nämlich einmal R rotieren und können wir hier hin machen. So. Genau, und dann haben wir so, dann können wir das so nämlich hier anschließen. So nämlich. Nein, den nicht. Das ist nämlich ein anderer. Die bleiben. Das hier war Kupfer, korrekt. Die kommen wieder weg. Eins. Dann müssen wir hier jetzt einmal so. Einmal so. Voilà. Ist ja schon. Nee. Okay, das sieht alles ein bisschen merkwürdig aus. Ja, aber das passt. Sieht zumindest so aus. Dann können wir jetzt. Ja, wenn wir hätten, könnten wir nämlich jetzt. Wir haben hier Eisenplatte. Was kann der denn herstellen? Der kann keine Eisenplatte, der kann Barren herstellen, genau. Wir können hier einmal teilen, so, und lassen jetzt einmal Eisenplatten herstellen. Weil die brauchen wir noch. Effizienz 43%, weil wir nicht genügend Strom haben? Oder woran liegt es? Ja, guck mal, zwei von denen arbeiten, der Rest nicht. Okay, daran wird's liegen. Was wir aber auch für ein Problem haben, ist, wir brauchen Eis. Wir müssen uns unbedingt Eis besorgen, dass wir Nahrung behalten. Ach, Nahrung. Nahrung und Sauerstoff. Damit wir überleben können. Der ist weit weg. Dum, 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 dum. Erstmal ganze Eisen da raus. Plopp. Ah, guck mal, ganz viele gespawnt hier. Können wir uns einiges an Eis rausziehen.
Und dann sollten wir vielleicht mal gucken, wir haben, glaube ich, letztes Mal irgendwie sowas erforscht wie automatische Sammler, ne? Also diese Dinger, die diese Magneten, sag ich mal, hatten wir, womit wir so Asteroiden dranziehen können. Und davon gab es wohl automatische, die das selber machen, ohne dass man da drin sitzen muss. Und die sollten wir uns auf jeden Fall mal bauen. Aber wir brauchen auch Platz, also wir müssen auf jeden Fall die Basis mal erweitern. Das heißt also erstmal, dass wir die Basis jetzt gleich größer machen, wenn wir entsprechenden Ressourcenzustrom haben. Ich meine, so ein bisschen Eisen haben wir hier, dann haben wir da Kupfer und wir haben Kohle, also dann kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was an. Zeugs rein. So, genau, der macht nämlich Eis zu Wasser. Perfekt. So, dann können wir jetzt einmal hier schauen. Wir haben hier nämlich ja, das ist alles leer. Das heißt, wir können das jetzt alles abreißen hier. Hier nämlich durch sind. So. Zack, 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 zack. Dieses Mal können wir das Ding auch so wegreißen. Und können uns dann hier jetzt von der Insel verabschieden. Mit unserem gesamten Sternensystem. Das ist schön. Okay. Ja, schaut mal. Ist das nicht toll? Okay, was hatten wir? Aha, ja. Okay, dann holen wir uns jetzt einen Großteil unserer Platten daraus und verlegen hoffentlich jetzt mal die restlichen Bahnen hier. Und natürlich machen wir das falsch rum. Warum auch nicht? Also ich meine, man kann ja ruhig mal den ganzen Spaß hier falsch rum verlegen. So. Wie? Und da geht's dann noch. Rotate. Rotate. Das ist runter, das ist gerade. Man geht sogar auf das Ganze. Wunderbärchen. Dann kommen wir zum nächsten, nämlich Kabel verlegen. Der ganze Spaß, den wir hier haben, braucht Strom. Also müssen wir entsprechend Kabel verlegen. Einen da, und dann ziehen wir hier einen drüber. Oh, ziehen wir jemanden drüber. So. Ah, das bisschen Holz hier, das knacken wir eben weg. Okay, so, ich habe jetzt gerade eben vorhin beim Abbauen mich herausgefunden, dass man, wenn man mittlere Maustaste drückt, einfach kopieren kann. Ich bin ganz intelligenter. Immer. Nun läuft das. Jo, und
Hier kommt jetzt Kohle rein. Nicht viel, aber ein bisschen. Damit müssten die hier jetzt eigentlich kein Strom. Wundervoll. Wundervoll. Auch kein Strom. Mhm. Gut, gucken wir mal, was die brauchen. Stromverbrauch ist 3. Also sind das hier logischerweise 6. Was schon mehr als die Hälfte ist von dem, was das Teil da produziert. Und dann haben wir hier nämlich 12. Und hier haben wir auch wieder 6, also 18. Aber eigentlich müssten die jetzt ja mit verringerter Effizienz arbeiten. Scheißen wir mal auf das Kupfer und schalten die einfach ab. Warum auch immer die so komisch rot aussehen. Also es sieht ja wirklich mehr als merkwürdig aus. Als wenn das Model nicht passt oder so. Naja. So sollten wir auf jeden Fall 1:1 Saft haben. Aber haben wir angeblich nicht. Warum nicht? Ach, weil ich den nicht angeschlossen habe. Ich bin nämlich hyperintelligent und schließe das nicht an. So, da kommt mein Kohle. Vorher brauchen wir aber für... Darf ich nicht mehr. Da. Ein Schieber, ein Blocker, ein Verteiler. Ja, Verteiler. So. Und dieser Verteiler darf verteilen Kohle links gar nicht und nach rechts einen und in die Mitte 5. Machen wir 4. Machen wir 20% rüber. Gucken wir mal, was mit der Erde passiert, ob die dahinter stehen bleibt und er jetzt nicht weiterkommt. Ne, die wird durchgeleitet, okay. So, dann geht immer ein bisschen Kohle, also 20% Kohle gehen dann hier rein. Und der Rest geht halt hier in meine Basis. So. Hier muss ich dann natürlich zusehen, weil da kommt ja jetzt die Kohle an, dass ich hier die dann auch aufs Fließband bringe. Das war meine Kohle, genau. Dann muss ich jetzt das Ganze ein bisschen umstrukturieren. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hinfalle. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo das hin soll. Egal. Oder gehört das hier rein? Muss das so? Nee, muss nicht so. Nein. Was kommt hier drauf? Ach, hier ist... Das war die Kupferleine. Genau, hier kam Kupfer durch. Ja, korrekt, korrekt. Das war Kupfer. Okay. Also nur die Kohle im Grunde. Die muss ich jetzt... Die muss ich jetzt einmal so... hier rüberschieben. Und der Spaß... Den kann ich nämlich jetzt... entfernen. Okay. Damit haben wir dann nämlich hier auch die Stromversorgung gewuckt. Und dann kann ich das auch im entfernen. Und den auch. Brauchen wir auch gerade nicht mehr. Und ich kann hier jetzt auf dem zweiten einen in setzen. Ja, und weil ich ja hyperintelligent bin, das wisst ihr noch nicht, aber bin ich ja anscheinend.
baue ich auch die Fließbänder an der falschen Stelle. Das machen nur Leute, die hyperintelligent sind. Mhm. Oder falsch rum, also in die falsche Richtung. Das ist auch ganz beliebt. Gott. Das ist auch keinem erzählen, ey. So. Jetzt aber. Oh Mann, der auch. So, jetzt aber. Okay, Leute. Wir haben unsere Stromversorgung sichergestellt. Wir haben an einem anderen Planeten angedockt. Wo kommst du denn her? Also, wir sind gute Weltraumpiloten. Ja. Ich würde sagen, damit können wir die Runde jetzt erstmal beenden. Und wir verabschieden uns, oder ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Und dann... und dann gucken wir mal, was wir hier noch abbauen können. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.